Herzlich willkommen bei Venture TV. Wenn sich jemand in der Höhle der Löwen auskennt und genau weiß, was hinter den Kulissen passiert, dann dieser Mann, Amius. Schön, dass du da bist. Ja, schön bei euch zu sein. Und bei dir zu sein. Die Frage, die ich dir natürlich jetzt stellen muss, was passiert denn da so? Also was so vor dem Tunnel und nach der Tür passiert, das seht ihr da draußen ja alle. Ne? Das ist ja für, also ganz klar, da sind alle Kameras drauf. Ja. Aber so die aufregenden Momente, bevor es dann losgeht und auch diese emotionalen Momente, nachdem die Leute in der Höhle drin waren. Was erlebt man da so? Also fangen wir an mit, bevor es losgeht. Ist da irgendwie schwere Panik angesagt oder wie sind die Leute drauf? Also das Witzige ist ja, dass nach der ersten Staffel, weil da haben wir oder da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das so nicht in Ordnung ist, dass ab der zweiten Staffel ich deswegen Panik habe. Ich möchte die Unternehmer, die Startupper, die zu uns in die Höhle der Löwen kommen, nicht vorher sehen. Ach. Ich lerne sie tatsächlich erst kennen, wenn die Kamera läuft. Dann, und bitte geschrien wird oder gerufen wird und dann kommen sie rein und dann reden wir. Weil in der ersten Staffel habe ich den Fehler, oder haben wir den Fehler gemacht, dass ich die Unternehmer, die Startupper vorher kennengelernt habe. Sagt Hallöchen, bin der Amius, ihr kommt ja dann von da vorne und dann quatschen wir einfach ein bisschen und so. Und da geht schon so viel bei verloren. Okay. Und du merkst irgendwie, dass dann, wenn du die Leute schon kennst, dann merkt der Zuschauer einfach ein bisschen, dass das nicht neu für dich ist. Das ist dann irgendwie, als wäre es gestellt. Mhm. Und ich, wer mich kennt, weiß, dass ich authentisch bin durch und durch. Und es ist auch für die Startups, die dann reinkommen, die Erfinder, tausendmal besser, weil die erst danach durchatmen. Ja, okay. Vorher sind die total aufgeregt, aber genau diese Emotion möchte ich auch gerne erfahren. Ich möchte wissen, und dadurch hat natürlich auch der Zuschauer automatisch die Möglichkeit, den Menschen kennenzulernen oder das Team kennenzulernen, das da gleich sich vor die Löwen stellt, wenn wir uns nicht vorher gesehen haben. Also das ist, deswegen ist da auch immer so ein bisschen Panik. Es sorgt auch immer für Gelächter beim Kamerateam. Achtung, Amius, die kommen, um sich zu verkabeln. Dann laufe ich da lang, damit die hier lang reinkommen können, um verkabelt zu werden. So diese Phobie, die Leute vorher zu sehen, diese Phobie kenne ich sonst nur bei Fußballergebnissen. Ne? Wenn irgendwie jemand ein Spiel nicht gesehen hat, so, ich will es gar nicht wissen. Ich will's Spoiler-Alarm. Nicht. Spoiler-Alarm. Ja, interessant. Apropos Phobie, bei mir ist es zum Beispiel auch so, das hat sich auch durch die Höhle der Löwen ergeben, wenn ich verkabelt werde, und eigentlich bin ich gar nicht abergläubisch, muss der Sender auf die rechte Seite. Ach. Der darf niemals auf die linke Seite. Interessant. Ja, bei Fußballspielern ist auch immer so, die Fußballschuhe erst den linken anziehen, dann den rechten. Ja, so. Und bei mir ist das mit dem Sender, der muss immer auf der rechten Seite sein. Ja, Phobie hätte ich jetzt gedacht, allerhöchstens irgendwie eine Löwenphobie, man weiß ja auch nicht, wie die so hinter der Löwenbändiger. Ja, das stimmt natürlich, ja, dann. Ja, interessant, also wenn die Leute da so in der Vorbereitung sind, wie lange hängen die denn eigentlich bei euch rum? Also wie lange sind die in der Maske und Vorbereitung und so, geht das ganz schnell und rein in die Höhle und dann wieder raus oder dauert das schon ein paar Stunden? Also die da sind, die sind schon... Also ich würde schon sagen, einen halben Tag da, ne? Ah, okay. Das ist schon eine lange Zeit. Mhm. Also das, was man am Ende im Fernsehen sieht, ist ja auch immer, na, was heißt ein Bruchteil, aber man, es gibt Rekorde von Pitches, die super lang gewesen sind. Okay. Alle Startups da draußen, die wissen genau, wie so ein Ding, wie so ein Pitch funktioniert. Ja. Bei einer Bank, bei, wenn du dir einen Investor reinholen willst, dann bist du da dran, da musst du erstmal liefern. Und genauso ist es auch bei uns in der Höhle, nur können wir das im Fernsehen nicht so zeigen. Mhm. Dementsprechend warten die anderen auch. Also wenn das eine Unternehmen drin ist, kann das andere Unternehmen schlecht rein, also müssen die warten. Waren dann vorher schon bei mir und im Prinzip ist das so ein Kreislauf. Und irgendwann mal ist dann der Tag zu Ende. Es ist immer ein sehr, sehr langer Drehtag. Also im Vergleich zu Prominent zum Beispiel. Was du ja auch moderierst. Genau. Ja, bin ich auch echt dankbar für. Also Wahnsinn, was ich alles beim Sender Vox mache. Ja, stimmt. Da ist der Arbeitstag, will ich gar nicht sagen, der ist nicht minder anstrengend. Aber in der Höhle der Löwen hast du ja ständig immer wieder neue Unternehmer. Und mein Credo ist, das Unternehmen, mit dem ich mich unterhalte, mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, soll niemals das Gefühl haben, dass ich durch bin, dass ich irgendwie am Arsch bin, dass ich irgendwie müde bin oder so. Weil das wäre unfair ihnen gegenüber. Also
ist es umso anstrengender manchmal, sich zu sagen, jetzt bleib mal wach. Wie viele Tage wird gedreht überhaupt? Also sieht ja beim Senden sieht ja aus, als wäre es, weiß nicht, wie viel ja, Sendung gibt es pro Staffel? Drehtage. Okay, also ist schon viel. Ich bringe das mal bei 365 unter. Ja. Ich rechne noch kurz, warte. Genau, ich komme auch nicht mehr aufs Ergebnis. Irgendwann mal ist das wie so, es hat angefangen und plötzlich ist schon wieder rum. Ja, okay. Ich meine, man dreht ja auch vieles im Studio, aber es gibt ja auch viele Nachdrehs, weil relativ schnell auch die Zuschauer gesagt haben, wir wollen aber wissen, was aus denen geworden ist. Okay. Und wenn du innerhalb von einem Jahr du pitchst, es gibt einen erfolgreichen Deal, wann willst du denjenigen wieder besuchen, um zu erzählen, wie es danach gelaufen ist? Also von daher gibt es da auch nochmal so eine Zeitspanne, die man überbrücken muss, ja, um das am Ende dann auch ausstrahlen zu können. Ja, interessant. Was ich mich auch immer frage, wie sind so die Emotionen, bevor die Leute da reingehen? Drehen die alle total durch oder ist das irgendwie ganz unterschiedlich und manche sind die Ruhe selbst und die anderen heulen vor sich hin oder so? Oder gab es schon so richtig emotionale Gefühlsausbrüche? Ich erlebe das immer wieder, du kannst es nicht festmachen. Okay. Die vielleicht bei mir die Ruhe in Person waren, verheddern sich in der Höhle, wo du denkst, ey, du warst doch so sicher. Okay. Du hattest doch das, also ich habe dich ein paar Sachen gefragt und du konntest es so sagen. Und dann müssen die Löwen nur einmal zack irgendwelche Fragen stellen, mit denen du nicht gerechnet hast. Dann kommst du ins Schlittern. Und das ist ja nicht so ganz oberflächlich, was sie teilweise fragen, sondern da geht es schon ins Eingemachte und wenn sie dich da falsch erwischen, dann genau. Es geht ja auch teilweise dann nicht um wenig Geld, ne? Und dann wollen sie einfach auch wissen, woran sie sind, wenn sie investieren. Und aber es gibt es die Erfinder an sich, wie so ein Karl-Heinz oder... Ja, und den muss ich halt auch denken. Der war auch schon mal da bei uns, zusammen mit dem Ralf Dümmel. Der war zufällig, super, war der dabei. Der ist super. Also, der ist so, dem kannst du ja auch so eine ganze Sendung mal komplett... Löwen, wer ist denn noch raus? Ist doch kein Problem, wer ist denn noch raus? So gut, okay, machen wir weiter mit denen, die noch drinnen sind. Und wir saßen, ich stand im Hintergrund, ich hatte ihn ja vorher schon kennengelernt. Ich dachte so, der Mann ist der Wahnsinn. Ja, der ist wirklich jetzt gut, warten oder? Sie doch mal. Moment, jetzt warten Sie doch mal. Ich bin doch noch gar nicht raus. Ich will mir doch, ne? Aber das ist geil. Das zeigt einfach nur, wie sehr diese Menschen, diese Erfinder und Erfinderinnen einfach für ihr Produkt, zum Beispiel Malzit, die Dame, die das erfunden hat, ja, alleine auf Messen unterwegs. Ja, ihr auch, die Kinder sagen ihr Mama, du musst dir da was überlegen und es ist so anstrengend und sie hat aber immer weiter dran geglaubt und nie aufgegeben und war dann in der Höhle der Löwen erfolgreich. Das sind ja so die Beispiele, wo man sich denkt, boah, es ist so gut, dass es die Höhle gibt für dich, weil du endlich diesen verdienten Durchbruch schaffst. Ja. Also endlich kommt dein Produkt, das eigentlich geil ist, und deine ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, mal auch dazu, dass es Früchte trägt. Ja. Auf der anderen Seite, bei manchen hat man eigentlich das Gefühl, komm, ihr kommt doch nur vorbei für die PR. Ihr wollt doch eigentlich gar kein Geld. Ihr kommt doch nur vorbei, damit dann nachher der Online-Shop so richtig brennt und dass er richtig viel verkauft. Merkt man das irgendwie schon gleich, wer mit reinem Herzen kommt und wer da mit einer ganz klaren PR-Intention anrollt? Also das, die Nummer mit der PR, die ist natürlich verständlich für bei einigen. Ist auch legitim, ne? Also ja, ist völlig kein legitim. Doofer Gedanke. Kein doofer Gedanke. Man hat ja damals schon mitbekommen, dass selbst diejenigen, die keinen Deal irgendwie an Land ziehen konnten, dass da bei denen trotzdem die Websites durchgebrannt sind und abgestürzt sind. Also für sie auch trotzdem Werbung gewesen ist. Und das kann ich auch nachvollziehen. Man versucht ja auch alles. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn wir zwei, du beim Zuschauen und ich vor Ort, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte und man merkt irgendwie, irgendwas ist da. Und spätestens dann, wenn sie in der Höhle sind, glaub mir, unsere Löwen, unsere Investoren, alle, die haben so etwas schon erlebt, die kennen sowas, die wissen ganz genau, wann jemand versucht, sie zu veräppeln. Ja, okay, glaub und an Frank Thelen können wir genau erkennen, ob sie das cool finden oder nicht. Das stimmt. Frank ist immer ein guter Indikator. Oh, ne? Also ja, Grüße, Frank. Ja. Ja. Frankie, ich warte immer noch auf dein Investment, mein Lieber. Führt mich zur nächsten Frage. Ja. Wenn du so viele Gründer siehst und dann auch siehst, schon was das teilweise abgeht. Ne? Ja. Ideen, die vorher wirklich lange Jahre so vor sich hingeköchelt sind, gehen einmal durch die Höhle und auf einmal geht's richtig ab.
Kriegst du auch Lust, da irgendwie was zu machen? Ist schon was am Start? Genau die Idee, wo Frank investieren soll? Oder doch, war nur ein Scherz, also ist nicht so wirklich was in deinem Kopf, was du ausbrütest gerade? Also ich selber bin ja auch BWLer, ich bin ja Diplomkaufmann, okay. Und habe im Hauptstudium auch gelernt, mit Zahlen umzugehen. Interessant. Und habe aber für mich relativ früh und spätestens dann im Hauptstudium gemerkt, ich ziehe das jetzt durch, damit ich das Studium auch beendet habe, und weil so halbe Sachen mache ich die nicht. Die gute Basis halt für genau, das spätere Leben. Ja. Genau. Aber habe dann für mich trotzdem feststellen müssen, es ist meine Welt. Also ich will nicht ausschließen, nicht auch irgendwann mal zu investieren, aber ganz ehrlich, bis dato hatte ich noch nicht den Funken in mir zu sagen, okay, da investiere ich jetzt und darauf habe ich Bock, aber ich will es nicht ausschließen. Was ein cooler, die Welt der Unternehmer oder die Celebrity-Welt, die ja auch irgendwie total attraktiv ist, ne? Auch immer ein bisschen künstlich an der einen oder anderen Stelle, aber was fixt sich denn irgendwie so mehr an? Also wo hast du mehr Bock drauf? So, wenn du dich so für so eine Lebenswelt entscheiden müsstest. Ja. Was beide Formate verbindet, und das ist auf den zweiten Blick stellen das erst viele fest, und das ist für mich etwas, was von vornherein immer da war. Das war auch schon damals bei meinem Straßenquiz, wer weiß es, wer weiß es nicht. Das stimmt. Der Mensch. Ja, okay. Ja, also egal wo ich bin, ich lerne Menschen kennen und unterhalte mich mit ihnen. In der Höhle der Löwen sind es Startups, sind es Unternehmer, und bei Prominenten sind es Celebrities. Susan Sarandon, Zac Efron und wie sie alle heißen, und das ist alles mega geil, aber am Ende zählt für mich immer der Mensch und die Atmosphäre, so wie bei uns beiden jetzt gerade. So, das ist das, worauf es für mich ankommt, und das Ergebnis, das sehen die Zuschauer. Ja. Wichtig ist, fang niemals an zu faken, weil verkauf den Zuschauer nicht für dumm, die bemerken sowas. Diese kleinen Regungen und das kleine Unechte merkt man dann halt schon irgendwie. Das ist wirklich so. Ja, man merkt man selber daran. Natürlich auch gerne so, it's amazing to be here and it's fantastic. Yeah, den kauft man teilweise interessanterweise sogar noch ab. Ne? Aber sobald man Deutscher anfängt, da rumzufaken, merkt man sofort, falsch. Ja, komm, mir das. Also, ganz schlecht gemacht. Ja, naja, so ist es. Ja, aber das ist, die Amis sind halt so, und bei Prominent habe ich ja auch die Rubrik auf dem Sprung mit. Ich begleite Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt, an so einem Arbeitstag. Mhm. Das habe ich mit Frank Thelen auch gemacht, das habe ich mit Judith Williams gemacht, mit Jochen Schweizer damals, mit Ralf Dümmel. Und da vermischen sich plötzlich die Welten, ne? Höhle der Löwen und Prominent. Stimmt, also stimmt. Du siehst, so weit sind die nicht voneinander entfernt. Also übrigens kann ich dich heute Abend nicht gehen lassen, ohne dir die Frage nach dem Generalschlüssel zu stellen. Also da draußen glaubt man ja, dieser Mann hat natürlich, ne, der Torwächter, der du ja da bist. Natürlich. Wenn einer einen Generalschlüssel hat, dann bist du das. Ne? Der Hausmeister der Höhle. Der Hausmeister der Höhle, sozusagen. Ja. Ja, und die Frage ist ja, also ich schätze mal, die Hälfte von euch guckt zu, weil ihr da auch irgendwie hinwollt. An welche Adresse soll man denn die Anfragen schicken? Ja, sagst du wahrscheinlich auch eher so, naja, in diesem Fall, ich habe gar nicht den Generalschlüssel, schreib mal am Vox und dann mal gucken. Oder nee, also, weißt du, www.hausmeisterhöhle.de. Schickt mir einfach eure Bewerbung und vielleicht öffne ich euch die Tür. Die besten Ideen, da greifst du sofort jetzt zu. Aber von dir durchkommt. Also, wäre nicht doof. Wäre nicht bewerbt doof. Euch auf jeden Fall. Sony Pictures. Ja. Und in Köln und eine tolle Produktionsfirma. Seit dem ersten Tag wirklich ein super tolles Team, was wir da alle zusammen auf die Beine stellen. Egal wie hart es ist, wir sind ein Team und wir bringen das zustande, was dafür sorgt, dass wir immer wieder für tolle Sachen nominiert sind, tolle Auszeichnungen bekommen. Ja. Damit hat kaum einer gerechnet. Aber umso schöner ist es, dass man davon liest und sieht. Cool. Was war dein Lieblingsmoment? Der Hausmeister der Höhle. Der Hausmeister der Höhle. Ja. Interviewt in einem Treppenhaus. Ja, finde ich geil. Alles, was anders ist, finde ich immer super. Ja. Ich hatte ja kurz überlegt, ob ich dich in den Aufzug zerre und Elevator-Pitch-mäßig einfach rauf und runter mit dir fahre. Aber ich glaube, es wäre uns auf die Nerven gegangen. Abschlussfrage, wird wieder ein bisschen emotional. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du dich
ganz besonders daran erinnerst, du sagst, ja, das vergesse ich, glaube ich, sehr, sehr lange nicht. War es Karl-Heinz oder war es irgendwie was anderes, das dich so richtig irgendwie geflasht hat, wo dich ein Mensch begeistert Schande hat? Schande über mein Haupt. Ich habe leider jetzt gerade den Namen vergessen, aber die Mama, die mit ihrer Tochter da hingekommen ist, die seit der Geburt, die im Mutterleib ach, was war es denn? Ja, das Gen, meinst du, wo das Gen sehr schwer war und dann dieses Gerät gebaut wurde, wo Elektronenstößen dazu beigetragen hat, dass die Tochter normal gehen konnte und mit welcher Emotion und mit welcher Selbstverständlichkeit die Mutter dort gesprochen hat und man hat es den Löwen allen angesehen, einem Carsten Maschmeyer, wie verblüfft sie waren, wie fasziniert sie waren, welche... Wenn du zu Investoren gehst und da anklopfst und sagst, du bist Mutter, dann bleibt die Tür zu. Also solche Sätze, die haben einen echt geprägt, ne? Die einem immer wieder zeigen, boah, ey, das Leben kann echt hart und dreckig sein. Aber am Ende gibt es immer ein Happy End, wenn du es willst. Ja. Ja, schön, dass es irgendwie bei so einer Show, die ja eigentlich vordergründig ums Business geht, dann doch so sehr menschelt und dass es irgendwie sogar das Geheimnis ist. Ne? Dass es eigentlich, wie du sagst, auf die Menschen ankommt, dass dadurch die Show irgendwie was Besonderes wird. Ne? Schon irgendwie das Geld natürlich, was da irgendwo im Hintergrund steht, aber wirklich so mittendrin steht der Mensch. Ich glaube, das macht auch irgendwie den Erfolg der Show ziemlich aus. Ja, hast du mal darauf geachtet, wie viele Light-Shows haben wir eigentlich in der Höhle der Löwen? Also es gibt keine Lichterorgel oder sonst irgendwas mit Nebel und sonst Da sitzen irgendwas. Eigentlich immer nur Menschen rum und so einen kleinen Aufbau. Ne? Und ansonsten ist also interessant, ich wusste auch nicht... Also ohne jetzt das Bild der Höhle der Löwen klein zu reden, aber das ist einfach das, was ich damit sagen wollte. Der Vergleich der Effekte, da schneidet die Höhle jetzt die nicht Sendung so. Die Sendung ist echt. Ja, die Sendung ist wirklich echt, in der Tat. Und da verzichtet man, das finde ich auch sehr, sehr gut, dafür stehe ich auch persönlich, für eine Authentizität, die nicht untermalt werden muss mit Lichteffekten und so weiter. Für andere Sendungen perfekt, für die Sendung nicht. Ja, schönes Abschlusswort und wenn ihr Lust habt auf mehr Höhle der Löwen, wir haben ja sozusagen alle schon mal da gehabt bei uns. Frank erzählt auch drüber, dass es dann doch einfach sehr echt ist, ne? Dass zwar irgendwie ein bisschen geschnitten wird, aber dass auch vorher die Deals nicht bekannt, also dass die Nein, Ideen nicht die, bekannt sind und sowas. Also es ist so echt, wie es geht, um es noch irgendwie sendefähig zu machen. Ne? Ja. Natürlich muss da geschnitten werden an einer oder anderen Stelle, aber wenig und ja. Dann doch ein sehr echtes Format. Lasst auch ihr das mal mehr menscheln. Mal angucken, wer da so alles vorsitzt. Ciao. Hans Rinski, ja. Tschö. Ich kann jetzt, warte, ich komme nach.